Lieben, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute war das Wetter ein bisschen schön, deswegen habe ich die Gartentür aufgemacht und habe die Milky ein bisschen rausgelassen. Millie hat sich wieder verkrochen im Gehege und wollte gar nicht raus. Deswegen darf die Milky hier ein bisschen den Garten genießen. Die armen Kaninchen dürfen wir zurzeit den Wintergarten gar nicht benutzen wegen dem Wasserschaden, der immer noch vorhanden ist und noch nicht zur Besserung geführt hat, aber das macht trotzdem jetzt keinen Unterschied, denn ich verbringe sehr viel Zeit mit den Kaninchen im Wohnzimmer oder im Garten, je nachdem wie das Wetter so ist. Jetzt spielt die Milky hier ein bisschen rum. Heute verlassen uns auch übrigens die letzten zwei Babys und ja, die Babys sind jetzt schon knapp 10 Wochen alt, also ein perfektes Alter, damit die jetzt gehen können. Und die werden auch schon sichtlich erwartet. Die Familie freut sich mega und ich zeige euch auch gleich ein paar Einblicke. Hier seht ihr meine Tochter, wie sie sich um die Milky kümmert. Und die Milky lässt sich ganz lieb und brav streicheln, hoppelt gar nicht weg. Denn sie kennt es ja mittlerweile schon und sie genießt es selber ja auch sehr. Der Abschied rückt jetzt immer näher und hier sind auch schon die kleinen beiden Mäuse. Die verstehen sich wirklich super gut, was mich super mega glücklich macht. Die beiden kommen jetzt zusammen in ein neues Haus. Familie ist schon auf dem Weg. Schaut mal, wie schön dieses Baby sich auch streicheln lässt, hat gar keine Angst. Man sieht wirklich die Charakter von den beiden. Das eine ist mutiger, das andere ist ein bisschen schüchtern. Jedoch muss ich sagen, das Baby von der Millie ist viel aktiver und vorne seht ihr ja das Baby von der Milky. Dieses Baby hier ist viel aktiver von der Millie und möchte immer rumhoppeln und möchte immer neue Sachen entdecken, was ziemlich süß ist anzugucken. Ihr könnt es auch im Video jetzt hier sehen. Es möchte die ganze Zeit neue Sachen erkundigen, wo es gerade ist und das ist richtig süß. So sehen die beiden jetzt aus. Die haben also gar keine richtige Bindung mehr zu der Mutter. Also die trinken auch gar nicht mehr von ihr. Die essen eigentlich alles, was ich denen gebe. Und das läuft sehr gut. Und ja, die sind eigentlich bereit, jetzt das neue Haus kennenzulernen. Da die beiden jetzt Männchen und Weibchen sind, wird das Männchen früh kastriert. Noch sind die beiden ja zusammen und werden auch zusammenbleiben. Aber bei diesem Prozess, wenn es dann auch kastriert wird, wird es für ein paar Wochen von dem Weibchen getrennt, dass es sich erstmal erholen kann von der Operation. Und dann werden die beiden natürlich wieder zusammengesetzt. Jetzt sind die noch gerade bei mir und warten, dass sie abgeholt werden. Und schaut mal, wie flink dieses kleine Baby hier ist. Denn das möchte die ganze Zeit alles entdecken. Das ist übrigens das Männlein. Und das ist richtig aktiv und total süß. Ich mag vor allem die Farbe sehr. Die Farbe hat wirklich von meinen ganzen Zuschauern auch euch am allermeisten gefallen. Ihr habt mir das sehr oft geschrieben, dass ihr diese Farbe sehr, sehr schön findet. Dazu kann ich nur sagen, ja, ich bin genau eurer Meinung. Ich finde die Farbe natürlich auch super schön. Jetzt ist es aber Zeit, sich von diesen kleinen Babys zu verabschieden. Hier ist ein kleines Bild von den Babys, wie sie zu Hause angekommen sind und erstmal eine kleine Ecke bekommen haben, denn die dürfen danach auch frei rumlaufen. Aber für den Anfang werden die in diesem Gehege drin bleiben, dass sie sich erstmal an die neue Situation gewöhnen können. Ja gut, meine Lieben, die Babys sind jetzt weg und wir machen jetzt den Schmutz sauber für Milky und Millie. 1, 2 und zack. Jetzt ist es erstmal sauber und wir machen wieder Heu rein, damit Millie und Milky es frisch haben. Und hier, ja, ihr seht es ja selbst, da muss ich nicht viel sagen. Milky und Millie müssen mal wieder die Rangordnung klären. Meine Lieben, hier werde ich dieses Video jetzt aber beenden. Heute ist es etwas kürzer geworden. Ich werde euch demnächst ganz schnell erklären, was denn bei uns nun vorgefallen ist und was für Veränderungen jetzt noch die Tage folgen werden. Aber hier werde ich das Video jetzt beenden. Bevor ich dieses aber tue, grüße ich noch schnell jemanden. Die heutigen Grüße macht der kleine Maxi mit mir. Er hat nämlich auch großen Hunger und bekommt jetzt sein frisches Gemüse. Und wir beide grüßen jetzt die liebe Manuela. Dankeschön für deinen lieben Kommentar
und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal auch wieder ein. Von mir und den Maxi jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.